Einen schönen guten Abend am Donnerstag bei ATV Nachrichten. Der Blick auf die Themen. Neues für den Spagat zwischen Beruf und Familie. Marktoberdorfer Grundschule testet neues Konzept zur Ganztagsbetreuung. Zwangsversteigerung. Frontener Schmetterlingserlebniswelt vor dem Aus. Und Wettkampf der grünen Berufe. Berufswettbewerb der Landjugend in Kempten. Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, das stellt viele Eltern vor große Herausforderungen, vor allem wenn sie ganztags arbeiten. Nach Unterrichtsschluss muss das Kind schließlich abgeholt werden, außerdem stehen die Hausaufgaben an. Deshalb sind Ganztagsangebote derzeit sehr gefragt. Eine besondere Art der Ganztagsbetreuung wird gerade in Marktoberdorf getestet, das sogenannte Kombi-Modell. Die Klasse 1G der Adalbert-Stifter-Grundschule Marktoberdorf. Das G steht für Ganztagsklasse. Hier wird das Marktoberdorfer Kombi-Modell getestet. Das heißt, die gebundene Ganztagesklasse wird mit einer Art Hortbetreuung kombiniert. Und das zeitlich flexibel. Die Schülerinnen und Schüler können täglich bis 15.30 Uhr kostenlos betreut werden. Danach können die Eltern bedarfsweise Betreuungszeiten zubuchen. Eine weitere Besonderheit: Der Lehrer wird von einer Erzieherin unterstützt. Sie haben einen sehr strukturierten, rhythmisierten Tagesablauf, bei dem sich Phasen des Lernens und der Anstrengung abwechseln mit Phasen des Spielens, der Bewegung und der Erholung. Außerdem kann die Erzieherin sehr gut reagieren auf den sozial-emotionalen Entwicklungsbedarf, den heutzutage leider viele Kinder aufweisen. Es geht also nicht nur darum, die Kinder kognitiv voranzubringen, sondern auch das Soziale mitzuschulen. Und da finde ich gerade bei den kleinen Kindern eine Erzieherin die ideale Besetzung, die den Lehrer unterstützt. Dieses Lehrer-Erzieher-Tandem soll gezielter auf die Schüler eingehen können. Während der Lehrer mit einem Teil der Kinder einen Buchstaben analysiert, knetet die Erzieherin mit einer anderen Gruppe den jeweiligen Buchstaben nach. Dieses spielerische Lernen soll den Übergang vom Kindergarten in die Schule erleichtern. Also meine ersten Bedenken sind ganz weggewischt, weil die Klasse super läuft, ich super Unterstützung habe mit der Erzieherin und wir uns die Aufgaben teilen und die Kinder profitieren letztendlich davon, weil wir natürlich immer die Gruppe teilen können und uns um einzelne Kinder kümmern können und auch die Möglichkeit haben, in den Nebenraum zu gehen und läuft gut. Die gezielte Förderung der Kinder ist ein Ziel, doch auch die Entlastung der Eltern ist ein wichtiger Punkt. Durch flexible Ganztagsbetreuung sollen sie die Möglichkeit bekommen, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Und das, denke ich, kommt sehr vielen Eltern zugute, dass sie diesen Stress mit Schule und Hausaufgaben machen, ein Stück weit an die Schule delegieren können. Trotzdem sind die Eltern auch von uns in der Pflicht. Es finden sehr viele Lerngespräche statt, Erziehungsgespräche mit den Eltern. Also es ist nicht so, dass die Eltern ihr Kind hier abgeben und müssen sich da nicht mehr kümmern. Ganz im Gegenteil. Also das Dazutun und die Verantwortung der Eltern, die ist weiterhin gefragt. Die Eltern werden nur entlastet in ihrer elterlichen Erziehungsverantwortung. Finanziert wird das Kombimodell vom Staatsministerium für Arbeit und Soziales. Auch der Freistaat fördert das Marktoberdorfer Kombimodell, das bei Erfolg ausgebaut werden soll. In Sachen Freizeitaktivitäten bietet das Allgäu alles, was das Herz begehrt. Aber nur eine Handvoll Attraktionen kann wirklich bei jedem Wetter besucht werden. Ein Ausflugstipp für jede Jahreszeit ist da die Schmetterlingserlebniswelt in Pfronten. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Es droht die Zwangsversteigerung. Nur noch wenige Tage bleiben den Betreibern, den Schmetterlingszoo zu retten. Die Sache sieht nicht gut aus. Die Schuldenlast ist erdrückend, die laufenden Kosten hoch. Die zuständige Bank will ihr Geld. Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Wirbelsturm auslösen, sagt man. Der sogenannte Schmetterlingseffekt stammt aus der Chaostheorie. Und Chaos ist vielleicht der passende Begriff für das, was Brigitte und Wolfgang Hartmann derzeit umgibt. Die Hartmanns betreiben die Schmetterling-Erlebniswelt in Pfronten. Seit insgesamt 10 Jahren gibt es im Pfrontener Ortsteil Weißbach die kleine Tropenwelt. Doch Ende Februar ist Schluss. Der Geldgeber, ein Tiroler Bankhaus, sieht keine Zukunft in dem kleinen Unternehmen und will sein Geld zurück.
Am 23. Februar soll die Schmetterling-Erlebniswelt zwangsversteigert werden. Brigitte Hartmann bangt jetzt um ihr Lebenswerk. Ja, eigentlich habe ich nur noch knapp 15 bis 18 Tage Zeit und es geht um alles. Das ist mehr als ein Arbeitsplatz, da steckt mein ganzes Herzblut drin. Und es ist, wie wenn man einem die Kinder wegnimmt oder das Herz rausreißt. Die Schmetterling-Erlebniswelt hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Besuchermagnet entwickelt. Früher war das hier eine Gärtnerei. Wirtschaftliche Probleme zwangen die Hartmanns, neue Wege zu beschreiten. Sie verkleinerten die Gärtnerei Schritt für Schritt und bauten gleichzeitig die Schmetterling-Erlebniswelt immer mehr auf. Seit gut 3 Jahren gibt es hier nur noch die Tropenwelt, in der auch andere tierische Genossen ihren Platz gefunden haben. Und sie kommt bei den Besuchern an. Über 13.500 waren es im letzten Jahr. Wir sind hier mittlerweile schon ein Magnet, wo auch Leute herziehen. Wir sind auch für die Heimischen, sag ich mal, vom Naherholungsgebiet. Die Leute fahren wegen uns von Ulm, von München, von Augsburg, von Donauwörth, von Reutte, von Oberstdorf, von Kempten, überall her. Und wir haben Urlauber, die buchen hier den Urlaub, damit sie ins Schmetterlingshaus kommen können. Auch die Gemeinde Pfronten weiß um ihren Besuchermagneten. Bürgermeisterin Michaela Waldmann würde eine Schließung bedauern. Also die Gemeinde Pfronten hat natürlich viele Freizeiteinrichtungen zu allen Jahreszeiten, von der Breitenbergbahn über unser Alpenbad und das Eisstadion. Aber wir haben natürlich auch einen Magneten mit was ganz Besonderem. Das ist die Schmetterlinger Erlebniswelt in der Gärtnerei, ehemaligen Gärtnerei Hartmann. Und die Besucherzahlen sprechen für sich, wird insbesondere von Familien natürlich auch sehr gern genutzt. Und ja, unsere Gäste fühlen sich wohl und auch die Rückmeldungen, die sind schon immer sehr emotional und auch sehr positiv. Die Probleme für die Schmetterlingswelt in Pfronten sind nicht der Standort und auch nicht die Besucherzahlen, sondern ihre Größe. Für Investoren scheint sie zu klein. Um sie alleine zu betreiben, sind die Kosten einfach zu hoch. Nach Abzug aller laufenden Kosten bleibt dem Betreiber-Ehepaar so gut wie nichts übrig. Allein eine Lieferung neuer Schmetterlingspuppen kostet rund 1.500 Euro. Finanziell kann aber auch die Gemeinde Pfronten nichts tun. Wir haben nicht die Funktion der Banken, das ist auch nicht unsere Legitimation. Die Unterstützung jedes Unternehmens und damit auch der Erlebniswelt endet natürlich in der Bereitstellung von Finanzmitteln zum Betrieb der Einrichtung. Vor allem dann, wenn es natürlich ein Unternehmer ist, der eigenwirtschaftlich einfach wirtschaftet. Da endet unsere Unterstützungsmöglichkeit. Brigitte Hartmann versucht im Moment, alle Kräfte zu mobilisieren. Auf ihrer Facebook-Seite informiert sie über die neuesten Entwicklungen und hofft auf viele Unterstützer. Entweder sie spenden für uns oder sie kaufen unsere Eintrittskarten im Voraus. Und wenn das viele tun, alle, die jetzt auf Facebook praktisch geliked haben oder geteilt haben und geschrieben haben, dass es bleiben soll, wenn die das alles tun würden, wären wir gerettet. Ja, vielleicht haben sich die Hartmanns verspekuliert. Vielleicht müssen Banken aber auch mal in etwas investieren, was sich nicht lohnt. Und vielleicht kann der Flügelschlag eines Schmetterlings hier etwas ausrichten. Die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen ist immer noch erheblich, zumindest in den Hochlagen. Das wird sich mit dem frostigen Wetter der nächsten Tage auch noch nicht ändern. Eine kleine tierische Sensation könnte der angespannten Schneelage zu verdanken sein, denn in den Bergen bei Oberstdorf ist der seltene Bartgeier gesichtet worden. Er brütet seit 30 Jahren nicht mehr in Bayern und ist deshalb hier ein äußerst rarer Gast. In Lawinengebieten allerdings hofft der Bartgeier auf Beute und kreist über den Schneedecken auf der Suche nach Kadavern. Mit fast 3 Metern Spannweite gehört der Bartgeier zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Sollten Wanderer oder Skifahrer ebenfalls einen Bartgeier sehen, bittet der Landesbund für Vogelschutz um Meldung. Ja, und Meldung ist ein gutes Stichwort für das, was jetzt kommt, nämlich die Meldungen des Tages.
1,5 cm geprüfte Arbeitqualität. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Unvergessliche Live-Erlebnisse im wunderschönen Theater in Kempten. Erfrischende Eigenproduktionen, die hier eigens für das Allgäuer Publikum entstehen. Sowie Schauspiel, Komödie, Tanzkonzert und natürlich Kinder- und Jugendtheater. Da ist für jeden was dabei. Einzigartig in Europa. Das Online-Gymnasium des privaten Abendgymnasiums Nürnberg. Die Weiterbildungsplattform für Menschen mit Handicap. Egal ob seelisch oder körperlich beeinträchtigt, mit unserem virtuellen Klassenzimmer führen wir Sie bis zur allgemeinen Hochschulreife. Informieren Sie sich jetzt. www.abendgymnasien.de. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Kessler, wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Die Meldungen des Tages. Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Messern und Schneeschaufeln ist es am Mittwochabend in Ettringen gekommen. Während eines Hobby-Volleyballspiels in der Turnhalle in Ettringen fielen Beleidigungen zwischen den Spielern, so die Polizei. Darauf folgte eine Schlägerei, bei der drei Spieler auf einen 29-Jährigen losgingen. Nachdem die Volleyballer in der gemeinsamen Gemeinschaftsunterkunft eingetroffen waren, flammte der Streit erneut auf. Es wurde angeblich mit Schneeschaufeln gedroht und geworfen. Die Situation eskalierte daraufhin. Einige griffen zu Messern, zwei Männer erlitten dabei kleinere Stich- und Schnittverletzungen. Ein 25-Jähriger musste wegen schweren Verletzungen im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Ein 32-jähriger Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, da er damit drohte, wieder gewalttätig zu werden, sobald die Beamten das Gelände verlassen hatten. Zurzeit ermittelt die Polizei aufgrund der Körperverletzungen gegen 5 Männer mit 2 unterschiedlichen Nationalitäten. Andreas Settele tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als geschäftsführender Vorstand des Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren zurück. Das hat der Verein heute bestätigt. Fans hatten Settele für die aktuelle sportliche Situation verantwortlich gemacht und seinen Rücktritt gefordert. Zudem gab es wohl unterschiedliche Auffassungen über den zukünftigen Kurs des Vereins. Der ESV Kaufbeuren ist in der DEL 2 seit 18 Spielen ohne Sieg und belegt daher den letzten Tabellenplatz. Bis zur Hauptversammlung im Frühjahr bleibt Setteles Vorstandsstuhl unbesetzt. Der 53-Jährige hatte sich vor allem für den Stadionneubau engagiert. Zuletzt hatte er auch gesundheitliche Probleme. Für den Bau der Umgehungsstraße bei Marktoberdorf finden ab dem Frühjahr Bohrungen statt. Das teilte Bürgermeister Wolfgang Hell im Stadtrat mit. Auf dem Gelände des geplanten Tunnels bei Bertholdshofen wird der Boden untersucht. Wie berichtet, steht derzeit noch eine Klage gegen die Trasse im Raum. Der Verwaltungsgerichtshof hat noch kein Urteil gefällt. Das Verfahren soll aber noch dieses Halbjahr wieder aufgenommen werden. Das hat Innenminister Joachim Herrmann zugesichert. Die Bohrungen finden unabhängig von dem Urteil statt. Die Arbeiten an der Tiefgarage Theresienhof in Füssen haben weniger Auswirkungen als befürchtet. Das hat die städtische Verkehrsbehörde jetzt im Verkehrsausschuss mitgeteilt. Im Vorfeld hatten Bürger und Gewerbetreibende befürchtet, durch die Schließung des Parkhauses könne es zu enormen Parkplatzproblemen in der Füssener Innenstadt kommen. Sie seien allerdings ausgeblieben. Zudem habe die Stadt zusätzlichen Parkraum ausgewiesen.
Wie berichtet, wird das Parkhaus saniert. Dafür ist es mindestens 6 Wochen lang komplett gesperrt. 300 Parkplätze fallen dadurch vorübergehend weg. Die Feuerwehr Maria Tann im Westallgäu hat wieder einen Kommandanten samt Stellvertreter. Fabian Schief und Thomas Achberger werden die Ämter übernehmen. Sie wurden am Montagabend bei je einer Enthaltung gewählt. Schief war in der Vergangenheit schon Jugendleiter. Beide sind langjährige Mitglieder der Feuerwehr. Kommenden Montag wird der Gemeinderat Hergatz den neu gewählten Kommandanten und seinen Stellvertreter bestätigen. In der Sitzung wird es auch um den Neubau eines Feuerwehrhauses in Maria Tann gehen. Soweit unsere Kurznachrichten. Wir schauen auf das Wetter vom 5. Februar und darüber hinaus. Heute Nacht gibt es leichten Schneefall bei Temperaturen zwischen minus 5 und minus 7 Grad. Morgen Vormittag fällt das Thermometer auf minus 3 Grad an den Alpen und minus 5 Grad im Unterallgäu. Am Nachmittag verdichten sich sowohl Wolken als auch Schneefall. Es werden Minuswerte zwischen minus 2 und minus 4 Grad erreicht. Gegen Abend muss an den Alpen mit Glätte und Schneeverwehungen gerechnet werden. In den Bergen zeigt sich trotz Schneefall auf einigen Gipfeln die Sonne. In Jungholz hingegen bleibt der Himmel bedeckt bei Temperaturen zwischen minus 6 Grad im Tal und minus 8 Grad auf dem Berg. Am Samstag wird es freundlich bei Nachtwerten um die minus 10 Grad und Tageswerten um die minus 3 Grad. Am Sonntag bedecken wieder einige Wolken den Allgäuer Himmel. Der Start in die Woche beginnt bei Tageswerten um die minus 3 Grad und Schneefall. Wüssten Sie, wie eine Sojabohne aussieht oder Gerste? Könnten Sie den Reifen einer Schubkarre flicken? Wenn ja, dann wären Sie ein Kandidat für den 32. Berufswettbewerb der deutschen Landjugend. Auszubildende im Bereich Landwirtschaft traten dort heute in Kempten gegeneinander in mehreren theoretischen und praktischen Disziplinen an. Den Reifen eines Güllemixers wechseln zu können, ist eine nützliche Fähigkeit, besonders für einen Landwirt. Deswegen ist das auch Bestandteil des 32. Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend in Kempten. 76 Auszubildende im Bereich Landwirtschaft traten heute gegeneinander an. Sie arbeiten in den Landkreisen Lindau, Oberallgäu oder Kempten. Eine von ihnen, Veronika Edenhofer. Sie ist eine von nur 5 Mädchen, die duale Ausbildung zur Landwirtin absolviert. Und sie steht hundertprozentig hinter ihrer Berufswahl. Also mir macht das Ganze Spaß. Ich finde es auch schön, dass man jetzt als Mädchen noch was Besonderes macht vielleicht. Und ich fühle mich auch ziemlich wohl mit den Kerlen. Ich kann damit gut zurechtkommen. In meiner Klasse bin ich auch die Einzige. Also man findet eigentlich immer jemanden, mit dem man gut zurechtkommt. Erich Krug ist Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes. Er organisiert den Wettbewerb an der Landwirtschaftlichen Berufsschule Kempten, der alle 2 Jahre stattfindet. Für ihn ist der Contest eine Weiterbildungsmaßnahme und beinhaltet alle wichtigen Aspekte, die ein Landwirt wissen muss. Der Wettbewerb läuft ab in einem theoretischen Teil. In dem theoretischen Teil wird einmal nach Allgemeinwissen gefragt und Fachwissen. Und dann gibt es einen praktischen Teil. Im praktischen Teil geht es darum, Materialien, Sämereien zu bestimmen, im zweiten Teil einen Reifenwechsel vorzunehmen und dann gibt es noch einen dritten Teil Präsentation, einen Vortrag, Kurzvortrag zu halten.
Von den zukünftigen Landwirten wird also viel verlangt. Auch ist die Teilnahme an dem Wettbewerb eine Voraussetzung für alle die, die dieses Jahr ihre Abschlussprüfung ablegen möchten. Der praktische Teil des Wettbewerbs zählt etwas mehr als die Theorie. Man muss sich also besonders viel Mühe geben. Für den Vortrag kann man sich im Vorhinein für eines von zwei Themen entscheiden. Veronika entschied sich dafür, den Nutzen von Smartphones in der Landwirtschaft zu erläutern. Also der Vortrag, der kam ganz gut an bei den Lehrkräften. Jetzt das Reifenwechseln, das hat auch ganz gut geklappt, aber bei den Futterbestimmungen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich da überall getroffen habe. Bei der Bestimmung der Samen kann alles von Sojabohnen bis Leinsamen drankommen. Auch die verschiedensten Werkzeuge müssen benannt werden. Dafür hat man 12 Minuten Zeit. Etwa doppelt so viel hat man für den Reifenwechsel. In 25 Minuten müssen die Löcher gefunden und geflickt werden. Ist der Reifen wieder zusammengesetzt, muss natürlich auch der Luftdruck stimmen. Der Wettbewerb fand heute nicht nur in Kempten statt. In ganz Bayern messen Landwirtschaftsauszubildende ihre Fähigkeiten, um in die nächste Runde zu kommen. Die Sieger, die drei Besten, qualifizieren sich dann auch für den weiteren Wettbewerb auf Bezirksebene, dann auf Landesebene und wenn sie ganz hervorragend sind, eventuell auf Bundesebene. Der Bundeswettbewerb wird im Juni in Schleswig-Holstein ausgetragen. Vielleicht wird dann ja ein Allgäuer Landwirt oder Landwirtin den Sieg davontragen. Einen Sieg im negativen Sinn können sich die Autofahrer im Landkreis Unterallgäu auf ihre Fahnen schreiben. Sie sind laut Internetportal fahrerbewertung.de die schlechtesten Fahrer in Deutschland. Über 700 Autokennzeichen konnten bewertet werden. MN landete auf dem letzten Platz. Memmingen und Kempten liegen im halbwegs guten Mittelfeld, ebenso Kaufbeuren, das ja in der Hinsicht schon viel Spott einstecken musste. Bewertet werden beim Autofahrerranking unter anderem negative Faktoren wie Drängeln, Rasen oder Falschparken. Die Hitler-Satire »Er ist wieder da« hatte es im Weihnachtsgeschäft 2014 ganz nach oben auf die literarischen Ranglisten geschafft. Ein schwieriges Thema für einen Roman und vielleicht noch mehr für ein Theaterstück. Und vielleicht gerade deshalb ein Projekt für das Landestheater Schwaben. Wir schauen gleich mal rein. Das Allgäuer Brauhaus und die Bergbahn im Kleinwalsertal-Oberstdorf präsentieren das Winterfest Oberstdorf. Regionale und internationale Livebands sorgen mit fetzigem Sound für beste Unterhaltung und unvergessliche Stunden. Winterfest Oberstdorf, das bunteste Schneetreiben im Allgäu mit der längsten Bar der Alpen. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen, dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn's drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Servicecentern. Die Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie zur langanhaltenden und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen. Auch geeignet für Patienten mit gleichzeitigen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Bluthochdruck. Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Kohlensäure-Mineralheilwassers in unserer Heilwasser-Badelandschaft. Genießen, entspannen und wohlfühlen. Ihr Sibyllenbad in Neu-Albenreuth. Ihr neuer Arnold-Jahreskatalog bietet über 700 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08374 58 300. Sportschindele in Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Jetzt noch mehr Auswahl auf über 2800 Quadratmetern. Sportschindele, mit die größte Auswahl im Allgäu. Lebenswert und lebenswert. Wie unser Oberallgäu. So bauen wir Zukunft wohnen in Sonthofen. Arzt, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten sind um die Ecke. Bauausführung und Ausstattung mit einem Blockheizkraftwerk.
erwerben Sie sicheres, wertbeständiges Wohneigentum in Sonthofen. Alle Infos unter haus-heim.de. Schon viele haben sich satirisch mit Adolf Hitler auseinandergesetzt. Charlie Chaplin hat es schon zu Hitlers Lebzeiten gemacht mit seinem ersten Tonfilm Der große Diktator. Im Jahr 1970 hat sich die Komikergruppe Monty Python aus England an einem Sketch zu Hitler, Himmler und Joachim von Ribbentrop gemacht. Lange Zeit hat sich kein Deutscher an den satirischen Umgang mit Hitler gewagt. 2012 allerdings feierte der deutsche Journalist und Schriftsteller Timo Wermes einen Riesenerfolg mit seinem Debütroman Er ist wieder da. Das Landestheater Schwaben hat das Buch auf die Bühne gebracht. In den Worten: Er ist wieder da. Es ist das Jahr 2011. Nach 66 Jahren ist Adolf Hitler mitten in Berlin und erst einmal ziemlich orientierungslos. Ein Mann findet ihn und hält Hitler für einen Comedian, der ganz in seiner Rolle aufgeht. Zufälligerweise kennt er auch jemanden beim Fernsehen. Sein Bekannter ist immer auf der Suche nach neuen Talenten wie Hitler. Julian Ricker spielt in dem Stück sämtliche Rollen. Eine unheimliche Herausforderung, die aber auch viel Spaß macht. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich jetzt nicht den Hitler so psychologisch analysieren musste, sondern eben den Vorteil hatte, ihn überzeichnet darzustellen. Und das war eigentlich sehr viel Spaß, hat mir sehr viel Spaß gemacht bei der Arbeit. Aber es war natürlich auch anstrengend, weil es sehr schnelle Wechsel gibt und man musste an einer sehr hohen Konzentration sein und auch extrem viel Text zu lernen. Also sowas hatte ich bisher noch nicht, so einen riesen Batzen an Text. In den letzten 66 Jahren hat sich viel verändert. Hitler ist durchaus angetan von den neuen Möglichkeiten. Vor allem die neuen Massenmedien begeistern ihn. Was er allerdings nicht verstehen kann, wie so ein famoses Propagandamittel wie das Fernsehen für Kochsendungen verschwendet wird. Die Medienkritik ist deutlich. Aber auch die Pegida-Bewegung bekommt einen Platz in der Theaterfassung des Bestsellers von Timur Wermes. Eine gewagte, aber berechtigte Verbindung, so Reker. Ich glaube, es ist schon eine Verbindung da, weil ich glaube, dass Hitler jetzt auftaucht und eigentlich das so offensichtlich ist, glaube ich, hat man vielleicht bei Pegida auch nicht so schnell wahrgenommen. Oder ich habe es vielleicht auch erst ignoriert und dann, als auf einmal mehrere tausend Menschen auf der Straße waren, merkt man eigentlich, wie schnell dieser Geist wieder da ist. So. Aber das ist nur eine leichte Anspielung. In Deutschland ist es ein besonders schmaler Grat zwischen komisch und geschmacklos, wenn es um Witze über Hitler geht. Vor allem das ältere Publikum tut sich schwer. Die Jüngeren haben eine größere Distanz und sind befreiter. Zum Beispiel beim Telefonat mit der Produktionsfirma. Naja, also dass Sie so heißen. Zu Bonnerfeld, dass Sie heißen doch auch irgendwie. Und sind Sie da und sagen, oh, was für ein Zufall. Schon, aber Sie sehen ja auch so aus. Also, so wie Sie heißen. Das sieht eben ganz anders aus, als wie Sie heißen. Oh nein, aber... Ja, also in Gottes Namen machen Sie die verdammten Papiere fertig. Vor allem am Ende imitiert Ricker in einer minutenlangen Rede den Sprachduktus von Hitler erschreckend originalgetreu. Die erwarteten Lacher bleiben dabei jedoch aus. Es ist gut, dass er nicht mehr da ist. Die Wahrheit sind Sie hier. Liebe Zuschauer, noch immer ist es möglich, sich für unsere Aktion Die fleißigen Helfer zu bewerben. Wir Moderatoren möchten Ihnen unter die Arme greifen und übernehmen für Sie ein paar Stunden Ihren Job. Auf allgäu-tv.de gibt es mehr Infos und das Bewerbungsformular. Ja, morgen geht der Kemptener Kokainprozess weiter. Mein Kollege Boris Weltermann ist für ATV vor Ort. Und hier sehen Sie dann meine Kollegin Christina Lessig. Einen schönen Abend.